Dieses Buch ist eine Schule der Wahrnehmung. In Fundsachen für Nichtleser entwickelt Günter Grass eine ganz neue Gedichtform, eine Mischung zwischen Aquarellmalerei und Gedicht. Er nennt sie Aquadichte, ins Bild eingeschriebene Gedichte mit Aquarellfarben. Das ist entstanden aus einer Verletzung. Wie so oft bei Günter Grass heilt sich Günter Grass selber in einer anderen Darstellungsform, in einer anderen Kunstform. Er ist ziemlich verletzt über die Kritiken, die ihm sein großer Fontane- und Wende-Roman Ein weites Feld 1995 eingetragen hat. Und er geht spazieren in Portugal, in Dänemark, im heimischen Behlendorf, teilweise mit seinem Hund Kara. Anlass für diese Gedichte sind ihm Beobachtungen in der Natur. Einige bemerkenswerte Buchen beispielsweise, Geäst, Laub, ein toter Fisch, die berühmten Nacktschnecken, aber natürlich auch das eine oder andere Hühnchen, das er noch mit seinen Kritikern zu rupfen hat. Und so heißt denn auch ein Gedicht: Meine Kritiker wissen nicht, wie man das macht. Zaubern auf weißem Papier. Meister, dürfen wir über die Schwelle treten? Doch selbst als Lehrlinge taugen sie wenig und bleiben ohne Begriff. Er will halt, Günter Grass, das letzte Wort haben. Und das gelingt ihm hier auch. Und es gelingt ihm auf ermutigend humorvolle Weise. Zum Beispiel in dem wundervollen Gedicht »Der Trick mit dem Speck«. Klappt immer noch. Am Freitag, dem 13., schnappte die Falle zu. Leonardo soll sie erfunden haben. Ein Nebenprodukt.